Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Benedikt Dopplinger für euch zu haben. Er spricht in seiner Predigt über eine ganz besondere Begegnung. Ein Mann lädt Jesus ein, eine Frau kommt hinzu. Was dann Überraschendes passiert, hört selbst. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen und spannenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hören wir gemeinsam auf den Predigttext aus dem Lukasevangelium im 7. Kapitel. Es bat ihn, Jesus, aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war bekannt als eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tische lag im Haus des Pharisäers, da brachte sie ein kostbares Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen. Sie weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. Sie küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, »Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin.« Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Simon, ich habe dir etwas zu sagen.« Er aber sprach, »Lehrer, sag es.« Jesus sprach, »Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer, der war ihm 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von diesen beiden wird ihn mehr lieben, denkst du, Simon?« Dieser antwortete und sprach, »Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat.« Jesus aber sprach zu ihm, »Du hast richtig geurteilt.« Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, »Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig.« Und er sprach zu ihr, »Dir sind deine Sünden vergeben.« Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst, »Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt?« Jesus aber sprach zu der Frau, »Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden. Amen.« Vor unseren Augen baut sich da das Bild bei dieser Geschichte einer Dinnerparty auf. Ein wichtiger Geistlicher seiner Zeit, in gewisser Weise auch so regionale Prominenz, Simon, der Pharisäer, der lädt einen anderen geistlichen Lehrer ein, Jesus, und mit ihm vermutlich noch eine weitere Runde an Menschen aus der Gegend, die halt wichtig waren, die man zu so einem Anlass eingeladen hat. Die Menschen damals waren nicht viel anders als heute. Bei dieser Dinnerparty, vielleicht können Sie sich's vorstellen, werden Höflichkeiten ausgetauscht. Der Gastgeber bemüht sich natürlich um einen guten Eindruck vor all den Gästen, vor Jesus und vor seinen Jüngern. Und
Man unterhält sich, wie gesagt, über Höflichkeiten, vielleicht das Wetter, das Essen. Vielleicht hat Simon, unser Gastgeber, da auch die eine oder andere irgendwie gescheite Frage, eine gelehrige Frage vorbereitet, die er diesem neuen Lehrer, der da herumläuft, stellen mag und in ein wichtiges intellektuelles Gespräch verwickeln will. Vielleicht unterstelle ich ihm jetzt aber auch etwas, aber vielleicht kommt er sich auch toll vor, dass Jesus bei ihm zu Hause zu Gast ist, dass er ihn bewirtet und dann wird plötzlich diese ganze ein bisschen oberflächliche, scheinbar heile Welt, die wird je unterbrochen. Es ist eine Frau, die diese Stimmung unterbricht, die irgendwie zum Partykiller wird. Und es ist nicht irgendeine Frau, es ist eine Frau ohne Namen, eine Frau, die bekannt ist in der ganzen Gegend als Sünderin. Es spielt jetzt keine große Rolle, was es ist, was sie angestellt hat, das wird hier auch nicht erwähnt. Es ist aber eine Frau, bei der niemand lange überlegen muss. Und jedes Mal, wenn er sie sieht, sie einfach nur so mit einem abschätzigen Blick würdigt. Oder nicht einmal eines Blickes würdigt. Wo in dem Moment, wo sie plötzlich in einen Raum kommt, wo gegessen wird, wo man sich unterhält, wo die Leute nur schauen und sich denken, die schon wieder? Wieso ausgerechnet die? Wie um alles in der Welt ist die jetzt hierher gekommen? Weil eingeladen war sie sicher nicht. Vielleicht erwarten wir uns heute jetzt, dass diese Frau dann irgendetwas Aktionistisches unternimmt, dass sie ein Banner ausrollt oder sich irgendwo festklebt, aber weder noch passiert. Sie trägt ein kleines Gefäß bei sich, so ein ganz kleiner Tonkrug, mit dem man wertvolles Öl mitnimmt und tritt zu Jesu Füßen, die er ausgezogen hatte, wie er da an einem Tisch lag. Und noch bevor sie irgendetwas machen hat können mit diesem Salböl, beginnt sie bitterlich zu weinen. Tränen rinnen ihr Gesicht herunter und sie merkt es zunächst noch gar nicht, aber ganz dicke Tränentropfen landen auf Jesu ausgezogenen Füßen. Und als sie das bemerkt, ist sie die ganze Situation, die eh schon so eigenartig war, selber noch unangenehmer. Sie kniet nieder, macht verlegen ihr langes Haar auf und bemüht sich mit diesem Haar die Füße zu trocknen. Öffnet das Salböl und beginnt jetzt auch Jesu Füße mit diesem Salböl zu benetzen und einzuölen. Langsam breitet sich der Geruch von diesem Salböl, der Geruch von einem kostbaren, wertvollen Öl im ganzen Raum aus. Und um dem Ganzen eins draufzusetzen, beginnt sie jetzt auch noch Jesu Füße zu küssen. Ich stelle mir vor, wie rund um sie in dem Raum, wie es still geworden ist. Wie die Gäste auf dieser Feier nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Sich einerseits erwarten, dass die Frau fortgejagt wird, aber Jesus, der tut nichts dergleichen. Sein Gastgeber, der beginnt zu denken und murmelt vielleicht so halblaut vor sich hin, na, wenn der wirklich so ein Prophet ist, wie alle denken, ja, dann müsste er eigentlich wissen, was das für eine Frau ist. Dann kann er sich doch von der nicht berühren lassen. Und Jesus scheint das mitzubekommen und spricht Simon an, erzählt ihm dieses Gleichnis von zwei Menschen, die Schulden haben. Der eine schuldet dem Gläubiger etwa 50 Silberstücke, der andere 500, ein Verhältnis von 1 zu 10. Der eine trägt eine Schuldenlast, die man mühsam, aber doch irgendwann noch einmal abstottern kann. Der andere eine Schuldenlast, die ein ganzes Jahreseinkommen weit übersteigt. Fraglich, ob er diese Schuldenlast jemals abstottern könnte. Simon, unser Gastgeber, denkt da mit bei diesem Gleichnis, das Jesus erzählt, und urteilt richtig. Der mit der größeren Schuldenlast, der wird doch selbstverständlich dankbarer reagieren.
Der wird mit Liebe reagieren auf das, was ihm vergeben wird. Und vielleicht beginnt er jetzt zu begreifen, was Jesus meint. Wer Jesus in seinem Leben Raum gibt, wer Jesus einlädt, und wenn es nur zu so einer Mahlzeit ist, der darf damit rechnen, dass da etwas passiert, dass Jesus die Oberflächlichkeit des eigenen Lebens zerbricht, dass Jesus uns ganz nah an das wahre Leben hinführt und dass so Situationen wie Jesus und die Frau Formen der Religiosität entlarven, die Gott nur als nettes Beiwerk oder nur als nettes Extra für das eigene Leben sehen, wo Gott oder Religion im Allgemeinen nur als etwas von kulturellem und unterhaltsamen Wert gesehen wird, weil Gott ist so viel mehr. Gott ist so viel mehr, sonst wäre dieses Öl das nicht wert gewesen. Für ein bisschen Unterhaltung und Kultur, da ist es das nicht wert, ein Öl, das über ein Jahreseinkommen vermutlich gekostet hat, einfach so verschwenderisch zu vergießen. Aber diese Frau, die tut es. Und sie tut es vor dem Mann, vor Jesus, der dieser Frau Würde gibt. Ja, Jesus, er reduziert sie nicht auf das, was alle anderen über sie denken. Er reduziert sie nicht auf Fehler und eventuell auch falsche Lebensentscheidungen, die sie getroffen hat, sondern er sieht sie als Person. Er sieht sie als die Person, die sie ist. Und er sieht ganz besonders an ihr, was sie für einen Glauben mitbringt. In was für einem Glauben sie sich da Jesus nähert. Und er lässt das zu. Und sie antwortet dankend, überschwänglich und verschwenderisch darauf. Es ist für mich selber auch erstaunlich, wie liebevoll da der Umgang Jesu ist. Einerseits mit der Frau, wo er das an sich geschehen lässt. Er sieht sie, hat all diese verurteilenden Gedanken, die anderen haben, nicht. Aber auch mit Simon pflegt er so einen sorgsamen Umgang. Es gibt kein vernichtendes Wort ihm gegenüber. Jetzt reiß dich einmal zusammen, denk nicht so schlecht über sie. Sondern er beginnt einmal, dass er ihn anspricht mit: Ich habe dir was zu sagen. Bist du eigentlich bereit, dass ich dir gerade was sagen darf? Lässt du dir etwas sagen? Und dann stellt er ihm die Frage: Siehst du diese Frau? Die Frage ist für uns vielleicht ein bisschen komisch. Ja, selbstverständlich wird er da jemanden sehen. Das hat die letzten paar Minuten das Geschehen in dem Raum komplett dominiert. Es ist doch eigentlich unsinnig, die Frage so zu stellen. Er muss sie doch sehen. Aber vielleicht geht diese Frage tiefer. Vielleicht fragt Jesus: Siehst du diese Frau? Statt zu fragen: Siehst du die Sünderin hier? Er weist sorgsam den Simon darauf hin, dass der Simon nur mit seinem Etikett gedacht hat, nur mit den Schubladen, in die er diese Frau gesteckt hat, dass sie eine Sünderin ist, dass er sich mit der nicht abzugeben hat, dass alles, was sie gemacht hat, zu verurteilen ist. Stattdessen fragt Jesus: Ja, siehst du die Frau? Siehst du so, wie ich sie sehe? Und es bewegt mich selber auch, wie sorgsam Jesus da fragt. Sorgsam nicht im Sinne einer Verurteilung, auch nicht im Sinne einer Verurteilung der Selbstgerechtigkeit des Simons, sondern sorgsam im Sinne einer Läuterung, dass auch der Simon gereinigt wird von seinen Gedanken. Und so muss sich der Simon ertappt fühlen, langsam erkennen, dass auch er auf Vergebung angewiesen ist, auf Vergebung bei Jesus. Vergebung, die das Geschehene beim Namen nennt, die Geschehenes nicht kleinredet, die deutlich macht, was passiert ist. Das gehört zu guter Vergebung dazu, die anerkennt, dass etwas geschmerzt hat, dass etwas einem nicht Ruhe lässt, dass wo eine Beziehung wirklich auch zerbrochen ist. Und dann kostet Vergebung. Dann kostet Vergebung zunächst einmal unseren eigenen Stolz, einzugestehen, was passiert ist. Aber Gott sei Dank kostet uns Vergebung nicht mehr als nur unseren Stolz.
denn alle anderen Konsequenzen unserer Schuld, die hat Jesus auf sich genommen. Und aus dieser Autorität heraus kann Jesus an diesem Tag auch sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe kürzlich mich mit einer jungen Psychotherapeutin unterhalten. Es war so interessant. Sie ist selber auch evangelisch aufgewachsen, hat mir von ihrem Beruf erzählt. Und wir haben viel über die Erfahrungen, die wir beide so in der Begleitung von Menschen gemacht haben, bisher reden können. Und am interessantesten ist das Gespräch geworden, wie ich sie gefragt habe, ja, zu mir kommen immer wieder Menschen, die in irgendeiner Form Last oder Schuld tragen. Und ich habe es an mir selber erlebt und an anderen, wie gut es tut, das wirklich loszuwerden. Und habe sie dann gefragt, ob sie sowas auch erlebt hat mit Klientinnen und Klienten, die zu ihr kommen. Und sie hat ein bisschen erklärt, ja, wie sie dann arbeitet, dass man dann quasi Gründe für das Verhalten in der Vergangenheit sucht, dass man Stichwort Selbstannahme mit den Klientinnen und Klienten erarbeitet, dass die sich selber wieder beginnen können anzunehmen und halt irgendwie damit beginnen können zu leben, dass sie etwas in der Vergangenheit gemacht haben. Aber sie hat dann selber eingesehen, wirkliche Vergebung kann es da nicht geben. Und ich habe stärker noch einmal gemerkt, wie wertvoll es ist, dass wir in der Kirche Kraft dessen, was Jesus getan hat am Kreuz, Kraft dessen, was er selber für uns getan hat und uns abgenommen hat, dass wir zusprechen können, dir ist vergeben. Die Last, die du bisher mit dir herumgetragen hast, die ist dir vergeben. Und so lösend, wie das viele unter Ihnen sicher auch schon erlebt haben, wie ich es immer wieder erlebe mit Leuten in der Seelsorge, so lösend muss es diese Frau dann auch erlebt haben, dass sie eben nicht reduziert wird auf das, was sie ist, sondern von Jesus gütig und liebevoll angesehen wird und dass ihr dann auch zugesprochen wird, deine Sünden sind dir vergeben. Und so durchbricht diese Frau an diesem Tag mit ihrem Glauben, der sich da in Tun äußert, in dieser liebevollen Hingabe an Jesus voller Dankbarkeit äußert er sich. Und mit diesem Tun durchbricht sie die Oberflächlichkeit dieser Dinnerparty, empfängt selber Vergebung bei Jesus und lässt den Pharisäer Simon, der sich an dem Tag seiner eigenen Schuld bewusst wird, wie er Menschen in Schubladen einteilt, lässt er vielleicht ein bisschen unruhig zurück, weil auch er beginnt sich zu sehnen nach diesen Worten der Vergebung. Dir ist vergeben. Und dafür sei Gott Lob, Preis und Ehre in Ewigkeit. Amen.